So, da hätten wir es ja fast noch in der letzten Folge geschafft, hier. Das Schiff hier obenrum fertigzustellen. Wie gesagt, ich hoppe jetzt mal hier rüber. Dann mache ich das hier mal dicht. Das hier hacke ich wieder frei, weil das bleibt ja der Eingang. Das hatte ich mir nur so als Hilfstreppe genommen. Und da drüben muss ich mal gucken. Das werde ich mal anders machen. Ich habe doch noch die Schaufel. Da werde ich mal hier dann nach unten gehen, den noch weghacken. Und dann hier wieder raus und den wieder hin. So, und jetzt gucken wir uns das mal am besten von hier drüben aus irgendwie an. Wie es jetzt aussieht von der Höhe her. Ja, wenn dann, ich meine, wenn dann noch die weiße Schicht oben drüber kommt, sollte es vielleicht schon genügen. Vom Schwarzen her. Obwohl der Kiel jetzt natürlich schon ein bisschen weit übers Wasser ragt, könnten wir vielleicht sogar noch eine schwarze oben drüber zimmern. Das werde ich jetzt auch machen. Es wird ein Gigant. Das seht ihr jetzt schon. Aber hey, warum nicht? Also einmal rum brauchen wir, glaube ich, 3,64er auf jeden Fall mal. So. Ach so, halt. Jetzt hätte ich gleich den normalen Beton hier nach oben gesetzt. Das ergibt natürlich keinen Sinn. Wir brauchen Trockenbeton. So, sonst machen wir ja doppelte Arbeit. Und dann wäre es auch nicht runtergefallen, dann hätten wir nämlich ein riesengroßes Problem gehabt. Das hätten wir dann nämlich nicht mehr aus der Luft rausgekriegt, außer wir hätten uns mit Trockenbeton daneben einen zweiten Turm gebaut und hätten dann von oben wieder runtergebaut. Naja, toll. Ist nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen. Ich wollte schon mit Trockenbeton machen und ich hoffe, dass die Spitzhacke dann vielleicht noch reicht, um die letzten paar Abschnitte hier fertig zu machen. So von oben sieht das Schiff natürlich jetzt auch schon richtig geil aus. Also man erkennt jetzt zumindest, was es werden soll. Und ich bin echt ziemlich zufrieden mit dem Heck, dass ich das so halbwegs hinbekommen habe, wie ich das wollte. Auch wenn es am Anfang gar nicht danach aussah. Weil das ist immer eine ewige Maßarbeit, eine ewige Ideenfrage, wie wir das am besten dann machen. Auch mit dem Überhang und so weiter hinten dann. Oh, ist schon schwierig, da ist die Front. Der Bug schon echt leichter. So. Wir kloppen mal so viel wie nur geht. Klar, gut, ein 58er Block haben wir ja noch. Jetzt 264er. Weiß ich nicht. Ich mache trotzdem mal so hoch wie es geht und dann springe ich runter. Dann machen wir nochmal den Todessprung, den berühmten. Machen nochmal F3. Können wir jetzt mal 56 Blöcke nach oben. Sehen wir die ganze Welt nochmal von oben, wie schön. Und dann machen wir nochmal den geilen Todessprung, weil es so Spaß gemacht hat, von der maximalen Höhe nach unten zu stürzen, ohne zu sterben. Ja. Vielleicht müssen wir dann natürlich noch eine Folge dranhängen, weil es nicht ganz reicht. Gucken wir, jetzt wird es da unten dunkel, weil die Sichtweite zu Ende ist. Krass. So, naja, die zwei Blöcke. Krass, oder? Echt krass. So, nochmal der Todessprung. Juhu! Immer wieder geil. Kann ich nur immer wieder sagen. Macht immer wieder Spaß. So, okay. Dann aber mal wieder buddeln. Ein bisschen hacken. Und die 192 Blöcke wieder abtragen. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier so ein bisschen hinstellen, dass das hier nicht ins Hafenbecken reintropft, dass das immer schön hier in unserer Bucht bleibt. Es geht ja mit der Diamantspitzhacke relativ schnell. Wie gesagt, ob jetzt die 192 Blöcke wirklich noch überlebt oder ob wir uns dann noch eine andere machen müssen, ich befürchte fast ja. Denn die geht jetzt relativ schnell nach unten. Ich sehe da keinen roten Balken mehr. Die wird es uns jetzt gleich zerkloppen hier. Auch wieder so kurz vor Schluss. Ich sehe es schon kommen. Das ist wie vor uns mit der Lücke im Schiff. Ich sage, einer bleibt frei und drei bleiben frei. Und jetzt zerschlägt uns gleich die Spitzhacke hier kurz vorm Ende. Ah, das sind schon noch ganz paar. Das wird sie nicht ganz überleben. Aber guck mal, hier haben wir zum Beispiel einen Tintenfisch und Grat. Auch wenn wir jetzt keinen schwarzen Beton mehr brauchen, nehmen wir den noch mit.
Und den auch. Wenn schon, denn schon, ne? So, mal gucken, wie weit wir jetzt hier mit der Spitzhacke noch kommen. Kleiner roter Balken ist ja doch noch zu sehen. Der verschwindet jetzt aber langsam. Das ist mit diesem Beton hier, ne? Das frisst auch ganz schön Energie von der Spitzhacke, muss ich sagen. Da sind drei Diamanten ja eigentlich auch nichts. Wenn wir überlegen, wie lange so eine diamantene Spitzhacke sonst in der Höhle aushält. Und jetzt kloppen wir hier ein paar von diesen Blöcken fürs Schiff und schon haben wir wieder eine eingebüßt, fast. Aber sie müsste noch aushalten. Tintenfisch, Tintenfisch, Tintenfisch. Danke. Ah, ist schon noch ein ganz schöner. Ganz schönes Ende auf jeden Fall, aber. Stehe ich wieder auf der Seite. Ich wollte eigentlich hier rüber, dass mir das nicht hier unten reinfällt in die Bucht. Ah, ich glaube, die sagt es mir gleich. Die wird nicht ganz reichen. Es ist wieder so ein bisschen russisch Roulette hier. Es sind nicht mehr viele Blöcke, aber die Spitzhacke ist auch schon im schwarzen Bereich jetzt. Okay, es hat gereicht, tatsächlich. Aber ganz knapp. Ganz, ganz knapp. So, mal kurz checken, ob nicht doch irgendwas hier runtergefallen ist. Ins tiefe Wasser. Das ist übrigens Kies, wollte ich bloß mal sagen. Sorry. So, jetzt müssen wir uns natürlich wieder einen kleinen Vorsprung bauen. Aber wir haben ja Sand dabei. In das Schiff hinein. Das ist schwarzer Beton, das ist schwarzer Beton, das ist Trockenbeton, Trockenbeton. Schwarzer Beton, schwarzer Beton. Ah, das reicht, Dicke. Das reicht, Dicke. Müssen wir uns mal irgendwie kurz am Schiff an der Seite irgendwie noch hochbauen, kurz. Oder von innen nach außen. Ist vielleicht eher sinnvoll. So, und dann machen wir nämlich noch eine Schicht drumherum und dann müsste der Beton auf jeden Fall reichen. Dicke. So, hier machen wir zu und jetzt geht es wieder eine Runde rum. Hier noch ein bisschen aufpassen jetzt. Hier könnte man es mal so machen. Noch einen überhängen lassen wenigstens. Genau. Dann sieht das so ein bisschen doof aus. So, und jetzt wieder retour. Ist schwierig zu sehen, wie gesagt, hier das Schwarze. Aber wir müssten rumkommen. Müsste reichen. Hinten wieder aufpassen, dass wir nicht runterfallen, sonst müssen wir wieder drum rumschwimmen. Okay. So, und da wir jetzt noch gute anderthalb Minuten haben, werden wir wahrscheinlich fast fertig werden, wollen dann aber noch das Zeug wenigstens ins Lagerhaus aufräumen. Mal gucken, ob wir schon ein bisschen Schafe züchten können, ein paar Weiße, da hängen wir noch eine dran. Und dann ist auch wirklich Schluss. 10 Minuten vor 2 Uhr nachts. Müssen wir langsam mal ein Ende in Sicht haben. So, also reichen tut es auf jeden Fall hier. Dann sieht das Ding schon echt gigantisch aus, auch wenn es noch nicht mal ein Deck und noch nicht mal Schornsteine und eine Innenausstattung hat. Wird das ein Luxusliner werden? Boah, unfassbar. So, da waren wir sogar in dieser Folge noch fertig mit dem Ding. So, wunderbar. Sehr gut. So, ja. Hier machen wir mal zu. Und da gucken wir es uns nochmal von oben an. Schluss für heute hier.